Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Montag, der 27. April 2020. Wenn man Romane schreibt, ist man immer wieder konfrontiert mit der Frage, wie verfremdet man eigentlich Dinge, die man erlebt hat? John Updike hat ja mal gesagt, Literatur ist verdautes Leben. Und in unserer Untersuchung dessen, was für Geschichten erzählt werden, wie Geschichten erzählt werden und was die Form des Romans bedeutet, stößt man unweigerlich auf diese Frage. Zum Beispiel seht ihr hinten ein Bild von meinem echten Großvater, den ich selber nicht gekannt habe und der sicherlich ein wenig inspiriert hat, den Großvater aus meinem Roman »Meine kleine Großmutter und Mr. Thursday« oder »Die Erfindung der Erinnerung«. Als jüngere Schriftstellerin quälte mich sehr oft die Frage, wie mache ich das mit der Verfremdung? Denn oft sind es ja tatsächlich die Geschichten, die das Leben schreibt, die so packend sind, dass man am liebsten alles genauso aufschreiben möchte, wie es war. Bei dieser Frage half mir ein älterer Kollege. Diesen Kollegen hatte ich kennengelernt beim internationalen Schriftstellertreffen in Finnland in Mukkola-Lahti. Zunächst einmal auf ganz kuriose Weise und ich wusste gar nicht, wer es ist. Und zwar gab es in Mukkola eine Siedlung, die aussah wie ein sozialistisches Ferienlager, wo wir alle untergebracht waren. Und es gab eine fantastische Sauna am Rande eines kleinen Waldsees unter Kiefern und wir konnten praktisch von der Sauna direkt herausspringen, splitterfasernackt, in den See hinein. Am Rande dieses Wäldchens, fast wie eine Munkfigur, die von Weitem zuschaut, wie die anderen tanzen und sich amüsieren, saß ein älterer Herr. Wir dachten uns nichts dabei, denn wir hatten ihn schon auf dem Festival gesehen und wir empfanden sein Zuschauen als sehr freundlich und keineswegs wie das eines Spanners. Am Abend wurden wir eingeladen, aus unseren Texten vorzulesen, alle Schriftstellerinnen reihum, auch in unserer Muttersprache. Ich schrieb damals an meinem Roman »Kleine Geschichte von der Frau, die nicht treu sein konnte« und war noch ganz am Anfang. Und ich dachte, ja, mein Gott, niemand versteht hier Deutsch, außer vielleicht ein oder zwei Kollegen. Also kann ich das auch vorlesen und präsentierte eine Szene, in der die Heldin Eva ganz aufgewühlt von Bildern, die sie von Edvard Munch gesehen hatte, den Maler besucht und ihn eigentlich mehr oder weniger beschimpft für das, was er mit ihr angestellt hatte. Ich hatte dabei so eine Überleitung zwischen der Fantasie und der Wirklichkeit hergestellt, sodass man am Ende das Gefühl hatte, dass Eva wirklich in einer anderen Zeit, vor 100 Jahren, vor Herrn Munchs Tür stand. Ich las also meine kleine Geschichte, ging zu meinem Platz zurück und plötzlich tauchte neben mir der ältere Herr von der Sauna bzw. von dem kleinen Wäldchen neben mir auf. Und er sagte in perfektem Deutsch, schreib mal schön weiter so. Mach dir keine Gedanken, schreib einfach weiter. Das wird sehr gut. Und als ich mich umdrehte zu ihm, sah ich sein Schildchen. Wir hatten alle solche Schildchen. Und es war der große Schriftsteller Per Olof Enquist. Per Olof Enquist ist jetzt leider am Wochenende gestorben und weil ich gestern diese Nachricht gehört habe und gesehen habe, wollte ich auf diese Weise an ihn erinnern. Ich traf ihn ein paar Jahre später wieder in Berlin und ich hatte ein ganz drängendes Problem auf dem Herzen. Und zwar wollte ich das Problem mit jemandem mal besprechen, der sehr viel Erfahrung hat, was es eigentlich bedeutet und wie man das eigentlich geschickt anfängt, wenn man eine Sache erzählt, die man selber erlebt hat, wie weit man die verfremden muss, wie sehr man das macht. Und ich war in großer Sorge, dass jemand etwas erkennen könnte in einem Roman, dass aber die Geschichte mich so bewegt hat, dass ich das Gefühl hatte, ich musste sie aufschreiben. Und Per Olof Enquist sagte dann zu mir, weißt du, wenn die Geschichte ein großer Erfolg wird, dann wird dieser Mensch sagen, seht mal, ich habe diese Figur inspiriert, ist das nicht großartig? Egal, ob sie gut oder schlecht dabei wegkommt. Wenn das Buch von keinem registriert wird, wird er es auch nicht mitbekommen. Wenn das Buch da ist und er liest es und fühlt sich nicht getroffen, wird er es für sich behalten.
Und wenn er das Gefühl hat, dass dir etwas gelungen ist, was eine tolle Geschichte ist, wird er vielleicht auch nichts sagen. Also unterm Strich, schreib einfach, wie du denkst, das Problem löst sich von selbst. Ich fand diesen Rat schon sehr gewagt, muss ich sagen, aber ich habe darüber nachgedacht und heute möchte ich einfach an diesen wunderbaren Dichter und Schriftsteller erinnern, der in Nordschweden gelebt hat und sehr viele tolle Bücher geschrieben hat. Das berühmteste ist ganz sicher Der Besuch des Leibarzt. Ich habe auch das Buch von Blanche und Marie über die Liebe von Marie Curie. Und es gibt noch viele andere großartige Bücher, wie seine Biografie über Strindberg, die sehr eigenwillig verfasst ist in einer sehr eigenwilligen Form. Und seine Auseinandersetzung mit der Verführbarkeit durch Magiere, der fünfte Winter des Magnetiseurs. Per Olof Enquist war ein ganz zauberhafter, bescheidener Mensch, der sehr viel wusste. Er hat auch ein Kinderbuch geschrieben, Großvater und die Wölfe hieß es, glaube ich. Ich suche es aber noch aus dem Keller raus. Und ich zeige euch zum Abschluss ein Foto dieses sehr nachdenklichen Mannes, das heute in der Süddeutschen Zeitung zu sehen war, gemacht von Regina Schmeken. Ein Schriftsteller, den ich wärmstens empfehlen kann, und ich werde immer mit großer Zärtlichkeit an den alten Herrn denken, der mich so ermutigt hat zum Schreiben und so freundlich seine Freude hatte an den jungen Menschen, die aus der Sauna in den See sprangen. Bis dahin. Tschüss.